Ich wünsche Ihnen viel Spaß heute Abend. Ich wünsche vor allem viel Spaß mit unserer ersten Band, die gleich hier auf die Bühne kommen wird. Ich war totaler Fan. Die sind am Samstag letzte Woche aufgetreten und haben die anderen weggerockt, muss man schon wirklich sagen. Der Sänger vor allem, also das ist echt, das ist der Knaller. Der hat eine Stimme, sowas habe ich schon seit langem nicht mehr gehört. Und der Rest der Band, die armen Jungs können sich gar keine Schuhe leisten, die treten hier, glaube ich, nur mit Socken auf. Deshalb drücke ich auch die Daumen für die nächste Band, dass sie die 750 Euro abräumen und ihnen jetzt viel Spaß mit richtig guter Rockmusik und mit Joe Voodoo! Alright! Now that's the first song with Joe Voodoo! Everyone's happy on the top of them. That's it, so face to face, face fun. You better run and on, or else your face might kiss the ground tonight. Oh! Might kiss the ground tonight. This is at the land where the bass don't sing. Hanging at the window with the mountain ring. Better be careful if you don't want to hear the mansion sing. To face, face, right. You better run it on, or else your face might kiss the ground tonight. Oh, kiss the ground tonight. Yeah, just this gun ground jungle. Wir sind Joe Voodoo, machen ein bisschen lautere Musik. Ja, ich bin auch kein kleines Männchen der großen Reden, deswegen fangen wir einfach gleich mit dem nächsten Song an, würde ich sagen. Bam, bam. Come on.
Euch noch eine Ballade mitgebracht. Habt ihr Spaß an Balladen? Habt ihr Spaß an Balladen? Wollt ihr eine Ballade hören? Den Daumen höre ich so schlecht. My Savior, so sweet, she took away the pain, and I was relieved. I gave the sin, like my curse was redeemed. All the darkness is gone. The blood run dry. We had to confess that something had died. My love, my pride, my own, my guiding light, solitary soul. Oh, my God.
I come for you before I'm done. And then I leave this lost of mine. I know it's wrong. And then got to bed. I'm about to set you off. Ja, das war Joey Voodoo. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Joey Voodoo. Die Jungs, die sich keine T-Shirts und Schuhe leisten können. Mega Band. Großen Applaus nochmal für diese Jungs, bitte. So, ihr kennt das Spielchen. Ach, ich liebe deine Stimme. Oh, ich bin so großer Fan von dir. Aber ich entscheide ja nicht. Die Band macht es genau richtig da hinten. Solange Joey Voodoo bei mir hier vorne sind, dürfen die sich schon ein bisschen aufbauen. Wir wollen nämlich wissen, was die Jury sagt. Mein lieber Buchi, du warst ja letzte Woche Samstag nicht in der Jury. Jetzt lachen sie. Ja. Ja. Und hast die Band nicht mitbekommen live auf der Bühne? Nee, da war ich nicht da, ja. Was sagst du? Tolle Band, ihr seid, also man hört, ihr spielt wahrscheinlich nicht erst seit einer Woche zusammen. Es klingt gut eingespielt, groovt gut. Wohl dem, der oben ohne auftreten kann, würde ich mich nie getrauen. am Anfang, es ist auch so für jeden ein bisschen was dabei. Erste Nummer habe ich irgendwie gedacht, der junge Robert Plant und Led Zeppelin stehen auf die Bühne. Man hört ein bisschen Chili Peppers, ein bisschen, ja, eine gute Mischung von allem. Hat mir gut gefallen, wenn ich aus Radiosicht denken würde, aber ich bin ja nicht vom Radio, da würde ich so Songwriting-mäßig noch so die ein oder andere, so ein bisschen Hookline-mäßiger, einfach, dass man sich länger daran erinnert, hinterher vielleicht noch einbauen. Aber es soll keine Kritik sein, also ist ja auch alles Geschmackssache unterm Strich, aber ich fand es eine super Performance. Dankeschön, Buchi. Wir gucken mal, was der Stefan zu sagen hat. Jo, schönen guten Tag. Mit deinem Produzentenohr, was sagst du? Ja, ich würde es gar nicht mal musikalisch erstmal beurteilen, sondern eher das Gesamtkonzept, weil ich finde, das stimmt total. Ihr seid vier Typen, ihr seid eine Band, ihr seht von hier aus zumindest echt gut aus. Von Namen sehen sie auch gut aus, ja. Kann ich sagen. Ja. Outfitmäßig kann ich mich nur anschließen, im Buchi, wer kann, der kann, ne? Also oben ohne. Gut, aber das passt, deine Stimme ist natürlich außergewöhnlich. Man kann auch sagen, sie polarisiert. Es wird bestimmt Leute geben, die sagen, huch, was ist hier los? Ja? Auf der anderen Seite, sie ist außergewöhnlich. Du bringst was rüber, du transportierst die Songs. Und das finde ich echt total klasse. Also ich würde es mal sagen, als Gesamtkonzept ist das eine gelungene Geschichte, was er da macht. Daumen schön. Hoch. Dankeschön, Stefan. Sven, du organisierst ja hier Millionen von Veranstaltungen in Karlsruhe. Könntest du die Band bei irgendeiner nächstes Jahr vorstellen vielleicht? Man schaut sich das ja ein bisschen an, aus der Perspektive eines Veranstalters, hast du recht, Vanja. Mhm. Und gerade im Hinblick auf die Kaffeebühne, wo wir ja pro Abend einige tausend Gäste schon haben, bevor es dann richtig losgeht am Festwochenende, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Mhm. Also alle vier, ich schließe mich den Kollegen an, ihr gebt eine gute Show ab, man merkt, es ist professionell, macht ihr nicht erst seit gestern und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass Joey Voodoo das Publikum in Wallung bringen wird. Gut, dankeschön. Kevin, du darfst später was sagen, okay? Wir haben ja noch ein paar Bands. Oder willst du unbedingt? Komm. Nee, komm. Er braucht dringend einen Gürtel.
Aber ansonsten hänge ich mich an all das ran, was meine Kollegen gesagt haben. Aber vielleicht wirklich ganz kurz, weil Buchi und ich gerade auch drüber gesprochen haben. Fürs Radio fehlt mir bei euch ein bisschen der Ohrwurm-Charakter. Da fehlt mir so ein bisschen, dass ich nach dem, spätestens nach dem ersten Refrain weiß, dass ich den zweiten vernünftig mitsingen kann. Aber ja, ansonsten seid ihr schon sehr speziell, finde ich. Also ich finde euch, ich werde mich an euch erinnern. Und das ist ja erstmal das Wichtigste. Dankeschön, Kevin. So, das war Joe Voodoo, Band Number One, heute Abend auf unserer Offerta-Bühne. Und jetzt kommen wir zu einer jungen Combo. Ein Herr, wie Sie schon sehen, der grinst, das ist eins seiner Markenzeichen. Ein super sympathischer junger Mann, der jetzt hier auf der Bühne spielt, ganz anders als die erste Band. Das ist auch das Besondere am Offerta Music Award, dass wir sagen, okay, Musik-Acts dürfen sich bewerben. Also Rock, Pop, Deutsch, Englisch, einzeln, zu viert, zu zwanzigst, also da dürfen alle sich bewerben. Und dieser Mann ist solo oft unterwegs, hat aber auch ein paar coole Jungs an seiner Seite, die ihn heute auch unterstützen. Er ist Singer-Songwriter und hauptsächlich schreibt er deutsche Songs. Und wir hören jetzt, was das so ist und wie das klingt. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem zweiten Finalisten des Offerta Music Awards, Tony und seine Jungs. Viel Spaß! Die ganze Welt rennt, wer stehen bleibt, verliert, denn Zeit ist Geld. Und damit wird unsere Welt regiert. Die ganze Welt rennt, rennt, rennt. Und Ziele gibt es nicht, denn wenn das eine erreicht ist, ist schon das nächste in Sicht. Wir stehen morgens früh auf und kommen abends spät heim, trinken den ganzen Tag Kaffee, schlafen beim Autofahren ein. Wir drehen uns immer im Kreis wie ein verdammter Propeller. Selbe Richtung, immer schneller, schneller, die ganze Welt rennt. Wir stehen, bleibt verliert, denn Zeit ist Geld. Und damit wird unsere Welt regiert, die ganze Welt rennt. Und Ziele gibt es nicht, denn wenn das eine erreicht ist, ist schon das nächste in Sicht. Das ist Max am Klavier. Wir laufen wild durcheinander, alle im Tunnelblick. 10.000 Wege nach vorn, aber keinen zurück. Wir wissen nicht, was um uns rum passiert. Sind nach außen komplett isoliert. Wir wissen nicht, was es heißt, glücklich zu sein. Wir wollen frei sein, doch wir mauern uns ein. Wir beginnen langsam durchzudrehen, doch wir verlieren, wenn wir stehen. Die ganze Welt rennt. Wer stehen bleibt, verliert, denn Zeit ist Geld. Und damit wird unsere Welt regiert. Die ganze Welt rennt. Und Ziele gibt es nicht, denn wenn das eine erreicht ist, ist schon das nächste in Sicht. Oh, in Sicht. Wir drehen uns weiter im Kreis. Das letzte Haar wird langsam weiß. Haben im Moment nicht aufgepasst und den Absprung verpasst. Wir drehen uns weiter im Kreis. Auf unserer Stirn der kalte Schweiß. Und den Namen
Wer stehen bleibt, verliert, denn Zeit ist Geld. Und damit wird unsere Welt regiert. Die ganze Welt rennt, rennt, rennt. Und Ziele gibt es nicht, denn wenn das eine erreicht ist, ist schon das nächste in Sicht. Ja, wenn das eine erreicht ist, ist schon das nächste in Sicht. Ja, wenn das eine erreicht ist, ist schon das nächste in Sicht. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns riesig, heute hier sein zu dürfen. Ja, es ist krass. Also ich stand noch nicht auf so einer Bühne und es macht riesig Spaß. Und ja, es ist schwierig, das mit dem Reden. Das ist immer so als Kind schwierig schon gewesen. Und als Erwachsener kann man sich schon gar nicht mehr ausreden. Aber eine Ausrede funktioniert immer und darüber habe ich einen Song geschrieben. Und es heißt, Papa macht das auch. Ich trink jetzt Kaffee und abends ein Glas Wein. Erzähl von früher und Sonntag schalt ich Tatort ein. Ich lese die Zeitung und reg mich dann auf. Doch Papa macht das auch. Fahr mit dem Auto manchmal zu schnell. Mit 180 auf dem Highway to Hell. Die Freundin nebendran hält's kaum aus. Doch Papa macht das auch. Das sind die Gene. Da kann ich nichts dafür. Und gibt es mal Probleme, sag ich mir, Papa macht das auch. Seh ich eine Frau und denk mir, das könnte sie sein. Führ ich sie aus und lade sie ein. Und wenn sie's ist, nehm ich sie mit nach Haus. Denn Papa macht das auch. Ich lebe gesund und achte auf meine Figur. Denn mit Obst und Gemüse erspare ich mir die Kur. Und ich schwör, ab morgen hör ich das Rauchen auf. Doch das sagt Papa auch. Das sind die Gene. Da kann ich nichts dafür. Und gibt es mal Probleme, sag ich mir. Schon damals in der Schule war mir sofort klar, die Schwäche in Mathe kommt von der DNA. Falls ich Wurzeln und Brüche irgendwann noch mal brauch, dann hab ich ein Problem, doch das hat Papa ja auch. Denn das sind seine Gene, da kann ich nichts dafür. Und gibt es mal Probleme, sag ich mir. Das sind die Gene, da kann ich nichts dafür. Und gibt es mal Probleme, sag ich mir. Ey, das sind die Gene, da kann ich nichts dafür. Und gibt es mal Probleme, dann sag ich mir, Papa macht das auch. Okay, wir haben noch einen letzten Song und den möchte ich gerne an jeden Einzelnen richten, der hier gerade in dem Raum sitzt, weil ihr macht das Ganze hier erst zu einem richtig schönen Konzert, weil leer wäre der Raum noch halliger und noch leerer. Ist wunderschön so mit euch und der Song heißt Neben dir. Da 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 da. Komm, wir gehen noch ein Stück. Ich hab so gern, wenn deine Hand mich führt. Und wie du sie zärtlich drückst. Nur um zu schauen, dass sie sich nicht verlieren. Was uns belastet, lassen wir zurück. Was uns verbindet, nehmen wir mit.
ich nehm dich mit. Denn es ist so viel schöner mit dir neben mir. Es ist so viel schöner mit dir neben mir. Es ist so viel schöner mit dir neben mir. Es ist so viel schöner mit dir neben mir. Wir sind den Weg schon mal gegangen. Doch uns fehlt die Erinnerung daran. Denn auf unserer Suche nach dem Glück sehen wir nach vorn und nicht zurück. Und geh vorbei an Zweifeln und den Fragen. Vorbei an Angst und Regentagen. Was uns belastet, lassen wir zurück. Was uns verbindet, nehmen wir mit. Und ich nehm dich mit. Denn es ist so viel schöner mit dir neben mir. Es ist so viel schöner mit dir neben mir. Es ist so viel schöner mit dir neben mir. Es ist so viel schöner mit dir neben mir. Okay, kriegen wir das zusammen hin? Es ist so viel Es ist so viel schöner mit euch neben uns. Denn es ist so viel schöner mit dir neben mir. Es ist so viel schöner mit dir neben mir. Es ist so viel schöner mit dir neben mir. Es ist so viel schöner mit dir neben mir. Bei dir wird Regen, Sonnenschein und große Sorgen werden klein, wenn du bei mir bist. Da 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 da. Dankeschön. Grinsebacke Toni und seine Jungs. Unsere zweiten Finalisten hier beim Offerta Music Award, beim großen Finale. Kommt mit mir nach vorne, Jungs. Die anderen dürfen schon ein bisschen hier sich aufbauen und rumbauen, denn eine Band haben wir ja noch. Das verrate ich gleich, wie die heißt. So, Toni, komm zu mir. Liebe Jury, Kevin, komm, junger Mann. Das ist nett, dass ich jetzt auch mal darf. Was sagst du? Was sagt dein Radioohr? Also, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage. Also an dir, muss ich ganz ehrlich sagen, merkt man, dass einem die Musik der Mark Forsters, der Joris, der Max Giesingers dieser Welt einfach nie, da kann man nie genug von hören, nie genug von haben. Ich finde aber, dass du einen ganz, ganz riesigen Unterschied machst, weil du im Endeffekt so eine Ein-Mann-Band, ich möchte jetzt den anderen beiden da hinten, also bitte mich richtig verstehen, aber er spielt einfach da gefühlt noch 5 Instrumente, während er einfach überragend singt.
Bei deinem zweiten Song, muss ich sagen, habe ich kurz gedacht, ich sitze in einem Kabarettprogramm. Das war so ein bisschen so ein Song, den ich in so einem Kabarettprogramm erwarte. Wahrscheinlich die Leute, die hier links neben mir wirklich Ahnung von Musik haben, würden mir wahrscheinlich gerade am liebsten was an den Kopf werfen. Aber was du auf jeden Fall hast, und dann sind wir bei der Radiosicht, du hast einen unfassbaren Ohrwurm-Charakter. Das hast du ganz speziell mit dem letzten Song für mich unter Beweis gestellt. Und ich liebe deine Texte. Also wirklich ganz, ganz, ganz großes Kompliment. Ich finde dich überragend. Schön. Dankeschön, Köln. Alle selbst geschrieben von dir auch, ne? So. Also nicht nur singen kann er, grinsen kann er, sondern Texte schreiben kann er auch noch. Buri, was sagst du? Ja, ich fand's auch super. Ich finde es immer bewundernswert, wenn man hinbekommt, auf Deutsch auch seine Texte und seine Songs zu schreiben. Tolles Konzept mit der Bassdrum und dem Rassel-Hi-Hat da. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich es kapiert habe, weil wir sitzen hier ein bisschen ungünstig von der Sicht her. Und ich habe immer gedacht, wo kommt das nur her? Aber dann habe ich gesehen, dass da noch was rumsteht. Tolle Ausstrahlung, die Grinsebacke, tolle Hooklines. Was mir spontan einfallen würde, was man noch anders machen könnte oder woran man arbeiten könnte, wäre vielleicht noch es bietet sich an, noch irgendwie ein bisschen mit Chören, Zweitstimme, Drittstimme, so ein bisschen was zu machen. Das wäre, da bin ich halt so Fetischist von. Ist er wirklich, das ist er echt. Ich gucke immer auf zwei Sachen. Ich guck immer stehen Notenständer auf der Bühne, das hasse ich. Da habt ihr schon mal einen großen Pluspunkt. Chöre, fände ich ja noch schön, kann man ja dran arbeiten. Oh, dafür liebe ich dich, Buchi. Oh, schön. So, das Produzentenohr, Stefan, sag, was fandst du? Gut? Ja, also Toni, du hast es ja geschafft, aus der hinteren Reihe quasi so ganz nach vorne, ne, auf der Bühne. Hast aber dein Schlagzeug so ein bisschen mitgenommen, finde ich gut. Das ist was Außergewöhnliches, das ist erstmal für die Augen auch was Gewöhnungsbedürftiges, aber was sehr Interessantes. Was ich halt sagen muss, ist, wenn man deutsche Texte schreibt, so wie du, dass man Situationen einfach auch beschreibt, die einem dann berühren oder auch betreffen. Und du hast mit deinem zweiten Song hast du bei mir direkt ins Schwarze getroffen. Ich bin nämlich mit meinem Sohn gerade hergekommen, der gerade seinen Führerschein macht. Und auf der Autobahn, weil wir zu spät waren, habe ich gesagt, das, was ich jetzt mache, machst du aber bitte später nicht. Ja, das ist genau das, was du da beschreibst. Volltreffer, tipptopp. Wenn ich noch was zu deiner Performance, also ich bin natürlich ein bisschen eine ältere Generation. Ich komme auch eher so ein bisschen aus dem Rock. Mir fehlt ein ganz kleines bisschen die Kante. Also wenn ich dir einen Tipp geben dürfte, wenn du ab und zu mal ein bisschen mit der Stimme auch mal so ein bisschen noch ein bisschen tiefer greifst und ein bisschen eine Rauheit auch mal zeigen könntest, das würde mir dann, da würde die Sache für mich perfekt sein. Aber ansonsten finde ich es ganz klasse. Super Songs, super Ausstrahlung, top. Dankeschön, Stefan. So, Sven Waschek, Projektleiter von Das Fest und auch mit dabei natürlich beim Vorfest. Jetzt mal Bühne, hinten dran der See und die Jungs drauf. Was und sagst dann, du? Und dann diese Stimme. Und dann die Ich habe in deiner Vita gelesen, Toni, seit 2015 erst sozusagen am Gesang. Davor, Stefan hat es ja eben schon gesagt, 12 Jahre lang am Schlagzeug. Also dafür schon mal großen Respekt. Tolle Stimme. Und auch ich finde es gut, dass du auf Deutsch singst. Gute Texte und mit dem Ganzen auch noch eine gute Dynamik, ein echt guter Drive. Das ist Musik, wo man mitgeht. Und wenn man sich dann auch noch auf den Text konzentriert, dann macht es noch mehr Laune. Von daher, und wenn man jetzt Vanyas blühenden Fantasien noch aufgreift, Sun is going down, Sonnenuntergang, der See im Hintergrund, dann ist alles perfekt. In dem Sinne, weiter so. Auch wieder sehr positive Jurymeinung. Großen Applaus nochmal für Toni und seine Jungs. Wie heißt ihr denn eigentlich? Daniel und Max, so, haben wir auch mal alle Namen gesagt. So, das war unser zweiter Finalist an diesem heutigen Abend beim Offerta Music Award. Vielen lieben Dank, Jury. Also man hört, bei beiden Bands war es wirklich alles fast durchweg positiv. Ich glaube, ihr habt es richtig schwer zu entscheiden, wer auf Platz 1, 2 und 3 kommt. Denn das muss die Jury machen. Sagen, wer den dritten, zweiten und ersten macht, weil auch für die anderen Platzierungen gibt es heute ein paar kleine Überraschungen. So, und jetzt kommen wir zur letzten Band. Da ist eine Dame dabei. Ich bin so froh, heute ist sie da. Beim Vorentscheid konnte sie leider nicht dabei sein, weil sie aus Frankreich kommt und die Oma hatte Geburtstag. Ein Geburtstag, ja, ne? Genau.
Siehste, ich weiß Bescheid. Und da hat sich schon die Jury der Buchi beschwert, wo denn die Frau ist. Heute ist sie da und heute wird sie mit den Jungs musikalischen Zauber auf die Bühne bringen. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unserem dritten Finalisten und zwar mit The Reheads. Ocean waves run through my brain. Today I feel like I got to go. When time has come, it's the everlasting song about the only thing to know. Clutch out of it. Everybody singing love, oh sweet love, but you, my friend, see nothing but the truth. Say go. Everybody singing love, sweet love, but you, my friend, see nothing but the truth. An ocean rain went through my brain. Today I feel like I got to go. When time has come, it's the everlasting song about the only thing to know. Everybody's seen love, sweet love, but you, my friend, see nothing but the truth. Everybody's seen in love, sweet love, but you, my friend, see nothing but the truth. Yeah, you, my friend, see nothing but the truth. She keeps saying, I love you, but you know that's wrong. Everybody sees her youth, but you can only see nothing but the truth. Ocean rain went through my brain. Today I feel like I got to go. When time has come, it's the everlasting song about the only you, my friend, see nothing but the truth. Everybody's seeing love, sweet love, but you, my friend, see nothing but the truth. Yeah, you, my friend, see nothing but the truth. Dankeschön. Ja, wir sind The Reheads aus Freiburg. Und wir dachten uns, wir erhöhen mal die Frauenquote heute Abend mit der Helene. Die war letztes Mal nicht da, heute ist sie da. Wir freuen uns sehr. Und ich würde sagen, singst du was heute, Helene? Ja, ich werde ein französisches Lied spielen. Aha, worum geht's denn da? Also es heißt Mr. Romantik und es ist über einen Typ, der von seiner Märchenprinzessin träumt und Angst hat, sie nie zu finden. Oh. Monsieur, trouver loin d'amour, celui qui durera toujours. Mais monsieur ne veut plus faire de grands sauts, celui qui met cœur en morceaux. Alors monsieur, écoute-moi, sors tes rêves d'enfant. Tu sais, les princesses n'existent pas. Les contes de fées à ton âge, tu devrais cesser d'y croire. Chante un peu de ton nuage. Regarde un peu autour de toi, ouvre les yeux, le bonheur n'est pas par plus près que tu vois. Mystère romantique, saute le pas d'aiguille, avance avec tes craintes, c'est vite ta chance. Pas le bonheur est plus près que tu le penses. Mystère romantique, regarde.
Et si fait la cour demoiselle, espérant trouver le grand amour. Mais la spame, ces belles dames désespèrent, se perdra la trouva-t-il un jour. Alors monsieur, écoute-moi, sortir rêve l'enfant. Tu sais, les princesses n'existent pas. Les contes de fées à ton âge, tu devrais cesser d'y croire. Sans un peu de temps nuage. Regarde un peu autour de toi, ouvre les yeux, le bonheur est parfois plus près que tu crois. Histoire romantique, surtout de Paris, avant de sauver tes craintes, saisis ta chance. Moi j'en prendrai soin, tu verras. So, wir kommen auch schon zum letzten Song für heute Abend. Also uns hat es sehr gut gefallen. Es war wirklich sehr wunderschön hier in Karlsruhe. Und deshalb heißt das letzte Lied auch Life is Beautiful. Vielen Dank, das war's von den Rehats. I heard life was beautiful. So why am I still here with you? So why can't we just be more like them, more like friends, and not just talk about it? Like all good people feel so, feel so alive. I just wanna know if life is beautiful. Feel so alive. I just wanna know if life is beautiful. Feel so. So feel so. I 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 feel so. Life is beautiful. I feel so, feel so alive. I just wanna know if life is beautiful. I feel so alive. I just wanna know if life is beautiful. Life is beautiful. Dankeschön. The Rehats, heute mit weiblicher Unterstützung, Gott sei Dank. So, das war's schon. Das war jetzt die dritte Band des Finales. Insgesamt haben sich so 100, 110 Bands beworben.
9 Bands haben wir ausgesucht und diese 9 Bands sind in der letzten Woche hier bei der wunderschönen Offerta aufgetreten. Und das eben heute war das großartige Finale. Liebe Jury, Sven, wir fangen mal bei dir an, weil Kevin und Buchi haben die Jungs und Mädels ja schon gesehen bei dem Vorentscheid. Wie haben sie dir gefallen? Sie haben mir gut gefallen. Es ist absolut, um bei deinem Bild zu bleiben, wie ist es beim Vorfest, Vanja, kann man sagen, es ist eine absolute gute Laune-Band. Man kann sich das richtig vorstellen am Abend zum Sonnenuntergang, dass da alle gut mitschwufen und mitmachen. Jetzt kommt es aber, ich hatte nach dem 3. Song dann doch ein bisschen den Eindruck, irgendwas fehlt. Also irgendwas, was noch den Kick richtig raushebt, die Dynamik. Ich habe hier schon mit dem Stefan kurz gerätselt, da wird er als Produzent vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Rundum hat mir es gut gefallen, Stimmung macht ihr, Performance ist gut, aber man muss noch ein bisschen an was arbeiten. Stefan, ich übergebe mal an dich. Da sind wir mal gespannt, was ihr beide ausdiskutiert habt. Ja, wir haben nur kurz gesprochen, wie das gerade wirkt, was wir hören. Es sind natürlich nur 3 Songs, ihr habt bestimmt noch viel mehr im Repertoire. Also ihr beiden Sängerinnen und Sänger, ihr habt wunderbare Stimmen, die harmonieren total klasse zusammen. Ich habe das Gefühl, da gibt es ein Riesenpotenzial. Also meiner Meinung nach war der Song nicht dabei, der mich so richtig überzeugt hat. Aber ich würde echt sagen, schreibt weiter, macht, guckt, dass ihr da irgendwie noch die Riesen-Hookline findet, weil das ist das, was mir noch ein bisschen gefehlt hat. Sowas, was ein bisschen raussticht aus dem Ganzen. Klanglich ganz fantastisch, Band ist auch toll, auch sehr minimalistisch, das gefällt mir gut. So ein bisschen das Indie-Element, das ihr euch auf die Fahne schreibt, das hat mir ein bisschen gefehlt. Also ich fand es ein bisschen zart alles, aber insgesamt echt auch toll, klasse. Dankeschön. So, das hatten wir erstmal Rock auf der Bühne, dann hatten wir einen Singer-Songwriter auf Deutsch und jetzt eben diese zauberhafte Band. Buchi, du hast sie weitergewählt am Dienstag, was sagst du? Ja, ich fand es im Vergleich zum Dienstag, nicht zuletzt dank der jungen Dame wahrscheinlich, ich fand es bedeutend stärker wie am Dienstag. Endlich habe ich auch mal, zwar keinen fetten Chor, aber immerhin mal eine Zweitstimme gehabt. Das hat mich ja schon sehr, der Chor sehr erfreut. Fand ich schön und auch nicht nur bei jedem Lied irgendwie oktaviert dazu zu singen, sondern auch mal eine andere Gesangslinie dahinter und so. Das war... Ich fand's gut, ich kann nicht mehr viel mehr dazu sagen. Es wurde schon alles gesagt. Gut. Kevin, du bist der das letzte Wort sozusagen hat, wie immer. wir haben uns ja auch schon gesehen am Dienstag, muss man dazu sagen. Ich finde nach wie vor, dass ihr eine sehr, sehr gute Harmonie habt miteinander. Das Erste, was Buchi und ich zu meckern hatten am Dienstag, war, dass das Mädel aus Paris fehlt. Die ist auch dabei. Also heute sehr alles gut. 2 Sachen sind mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, was ich dir am Dienstag zum Thema Animation und Mitklatschen gesagt habe. Weißt du noch? Was hast du gesagt? Da habe ich ihm gesagt, dass er hatte am Dienstag so ein bisschen den Hang dazu, so, ach ja, bei den nächsten Song, da könntet ihr, wenn ihr wolltet, auch ein bisschen mitklatschen. Und dann habe ich ihm halt gesagt, er soll es nicht machen. Er soll lieber auf die 12 gehen und sagen, auf geht's. Heute habt ihr nichts gesagt und die Leute haben alle mitgeklatscht. Also ihr macht Stimmung, also es ist gar nicht nötig da, das habt ihr heute viel, viel besser gemacht, muss ich sagen. Und ich bin ein großer Fan von eurem 3. Song. Den habt ihr am Dienstag auch gespielt und doch, glaube ich schon. Also ich habe ihn auf jeden Fall gehört schon. Wenn, seid ihr euch nicht ganz sicher? Life is beautiful. Also Buchi sagt auch, ihr habt ihn gespielt. Also auf jeden Fall, das ist ein Radiosong. So stelle ich mir einen Radiosong vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Also mir haben alle 3 gut gefallen, aber der war nochmal ein Tick. Der hat mir sehr gut gefallen. Der würde mir auch morgen noch im Kopf bleiben. Schön, dankeschön Jury, dankeschön The Reheads und jetzt seid ihr dran da hinten. Ich würde euch bitten, liebe Männer, kommet bitte hinter die Bühne, weil ihr müsst heute entscheiden, wer auf Platz 3, 2 und 1 landet. Ja, ihr seid gemeint, ihr dürft schon aufstehen. Genau, nehmt das Mikro mit. Männern muss man alles erklären. Genau, Treppe runter. Und dann kommt ihr bitte hinter die Bühne, weil wir wollen natürlich große Schecks überreichen. Wir wollen gleich auch noch einen wunderschönen Pokal von der Offerte überreichen. Und das entscheidet ihr heute, ihr
4. So, dann machen wir ein kurzes, vielleicht musikalisches Einspielerchen, weil die brauchen jetzt ein bisschen. Bleiben Sie bei uns, weil die Gewinnerband spielt gleich auch nochmal. Die werden gleich nochmal musizieren. Also wer Lust hat, heute Abend nichts vorhat, keine Lust hat, bei diesem Punkt-Punkt-Punkt-Wetter rauszugehen, einfach bei uns bleiben, schön hier an der Offerta-Bar noch ein Getränk zu sich nehmen. Später gibt es auch noch einen DJ, unser Harald, der legt auf und macht gute Musik für uns. Deshalb bleiben Sie hier. Gleich gibt es die Entscheidung vom Offerta Music Award 2016. Also ich muss wirklich sagen, das war gerade hier der Knaller. Und nächstes Jahr haben wir gesagt, wir nehmen nur 3 Jurymitglieder oder 5, weil die 4 genau 50-50 für jeweils ein Act gewesen sind. Aber irgendwie muss man sich entscheiden. Wir haben uns entschieden. Wir sind alle aber glücklich mit dieser Entscheidung. Deshalb erstmal bitte die Jury zu mir auf die Bühne. Und ich bitte noch die Bands. Joey Voodoo, bitte The Rehats natürlich und Tony mit seinen Jungs. Großen Applaus nochmal für dieses geniale Finale. Also ich kann euch wirklich sagen, das war jetzt gerade auch für mein Herz zu krass, wie da diskutiert wurde. Aber es muss einen Gewinner geben, es wird einen Zweitplatzierten geben, es wird einen Drittplatzierten geben und jede Band bekommt was. Also jede Band geht nicht mit leeren Händen nach Hause, jede Band darf was Schönes mit nach Hause nehmen. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz hinter die Bühne. Kevin, komm, du bist doch ein starker Mann. Magst du mal dem anderen Kevin helfen, die Sachen hochzutragen? Also du willst jetzt wirklich, dass hier 2 Kevins irgendwas machen? Ja, ich weiß, es ist gefährlich, aber... Wie soll das denn enden? So, also ich sag gerne nochmal für alle, die dazugekommen sind, das ist das geniale Finale, das wir heute hatten. Tolle Bands, The Rehats, Tony, Joey Voodoo, also wenn Sie irgendwie die Möglichkeit haben, gucken Sie bei denen auf Facebook, auf deren Homepages, buchen Sie sie bis zum Ende des Jahres durch und holen Sie sich diese Bands nach Hause oder auf eine andere Bühne. Zu gewinnen gibt es heute 750 Euro für den ersten Platz von der KMK, den Jungs und Mädels, die diese geniale Offerta jedes Jahr auf die Beine stellen. Es gibt vom Rockshop, der hier auch immer mithilft und uns das tolle Equipment stellt, gibt es 500 Euro für die Gewinnerband. Es gibt einen Auftritt beim Vorfest von Das Fest in der Günter-Klotz-Anlage und die Band wird im Dezember bei uns bei der Neuen Welle mit einem Song laufen. Kevin hat schon den dritten Platz in den Händen. Die KMK hat auch hier dieses wunderbare, bitte verschließ das, warte, sonst sieht das ja jeder, junger Mann. Die KMK hat dieses wunderbare Mikrofon für die Jungs und Mädels hier, das könnt ihr euch mit nach Hause nehmen, irgendwo hinstellen. Toilette, nein Quatsch, das ist, stellt ihr euch in den Bandproberaum, weil das ist echt geil, das Teil. So, Platz 3, Kevin. Ja, du hast es angesprochen, wir haben sehr mit uns gerungen. Also ich habe das auch so noch nicht erlebt. Ach, wir waren tatsächlich 2 gegen 2 und kurz bevor die große Schlägerei ausgebrochen ist, haben wir uns dann noch Rat geholt. Aber so muss es ja sein. Das zeigt ja einfach nur das unfassbar coole Niveau, was wir heute hatten. Ja. Wirklich, wir waren mit euch dreien wirklich sehr, sehr zufrieden. Ihr habt alle drei wirklich geil abgerockt. Deswegen gibt es auch nochmal einen ganz großen Applaus von euch, vom Offerta-Publikum. Sehr schön, wir haben uns da sehr drüber gefreut. Und wir kommen jetzt zu Platz Nummer 3. Genau. Und Platz 3 geht an die Rehats. Herzlichen Glückwunsch. Und da gibt es 250 Euro vom Rockshop zum Einkaufen, ein Gutschein. Und ihr bekommt 250 Euro von der KMK geschenkt für die Bandkasse. So, und gleich werden wir natürlich den ersten Platz verkünden. Da weiß man dann ja automatisch auch, wer der zweite wird. Ja. Und ich würde gern für die Verkündung noch Gerd Gruß hier zu uns auf die Bühne bitten, vom Rockshop, weil die uns auch jedes Jahr als Partner zur Seite stehen und hier diesen wunderbaren Offerta Music Award mitgestalten sozusagen, zumindest hier mit diesen tollen Geräten. Und Gerd, da hat die große Ehre, den Rockshop-Gutschein im Wert von 500 Euro gleich an den Gewinner zu vergeben. Gut, bis er da ist. Wie wollen wir es machen? Wir macht Vanja Borko noch ein kleines Stand-Up-Comedy-Programm? Ich? Weste, Weste, Ecke, hier. Nee. Kennst du, Weste? Ja, also,
zweiter Platz, warte mal, lass mal gucken, da gibt es 500 Euro von der KMK, lieber zweiter Platz und nochmal 250 Euro zum Einkaufen vom Rockshop. Und ich sag's nochmal, es war gerade brutal da hinten. Und ja, also komm, sag den ersten, weil das ist ja auch, ne? Nein, nein, eigentlich nicht. Also der okay. Zweite muss schon auch... Ja, dann sag das. Ne? Für den ersten gibt es dann auch nochmal natürlich den größten dann Applaus, aber der zweite muss natürlich auch, da kriegt auch einen riesengroßen Applaus. Es ist wirklich eng gewesen. Wir haben es uns nicht einfach gemacht. Der zweite Platz heute oder generell in diesem Jahr beim Offerta Music Award geht an Joey Voodoo. Das heißt... Das heißt, Platz 1 dieses Jahr. Großen Applaus für Toni und seine Jungs. So, dann Gerd, nix da. Dann übergeben wir natürlich an Toni. Komm zu uns nach vorne, Toni. Komm, mein lieber Grinsebacke, jetzt ist das Grinsen noch größer, oder? Herzlichen Glückwunsch. Das ist dein Nummer 1 Mikrofon. Dann haben wir noch 500 Euro vom Rockshop Karlsruhe. Das bist du. Nimm das Geld. Dann haben wir einen Auftritt beim Vorfest. Wunderbar präsentiert. Und es gibt nochmal zum Feiern, zum sinnvoll verprassen hoffentlich, 750 Euro von der KMK. Herzlichen Glückwunsch. Und nächsten Monat im Dezember werdet ihr einen Song, den du dir aussuchst, bei uns im Radio hören. Du kommst zum Interview bei uns bei der Neuen Welle vorbei und dann... ja, wird ganz Karlsruhe und die ganze Region wird zu deinem Song hoffentlich mitsingen und tanzen. So, großer Applaus nochmal für Toni. Vielen Dank an The Reheads und Joey Voodoo, dass ihr euch beworben habt, dass ihr so ein geiles Finale auf die Beine gestellt habt. Vielen Dank an Sven Wajek von Das Fest, Projektleiter. Vielen Dank an Stefan Ullmann, Produzent und ein toller Mensch und ein toller Juror und einer, der gerade gekämpft hat. Vielen Dank für Buchi von der Sean Tracy Band und von allen anderen Bands. Und er ist einfach der größte Musiker hier in der Region. Der macht alles. Und ich danke dir, dass du jedes Jahr hier mit dabei bist. Danke an Kevin Gerwin von der Neuen Welle. Mein Schatz hier. Und jetzt gibt es noch ein Siegerfoto. Und danach gibt es diese Jungs nochmal hier auf der Bühne zu hören. Und danach nochmal ein bisschen DJ-Musik. Die Offerta, wie heißt es hier? Ich bin schon ganz aufgeregt. Kaffeebar hier ist offen bis 21 Uhr heute, da können Sie sich jetzt noch bedienen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause.